Willkommen zur Landesmedienkonferenz. Benvenuti nella sala stampa di Palazzo Widmann a Bolzano. Heute haben wir eine Sonderankündigung, denn gleich zwei Themen stehen auf der Tagesordnung hier im Pressesaal im Landhaus 1. Daher übertragen wir jetzt, wie üblich, um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr dann in italienischer Sprache. Um 18 Uhr folgt dann eine Sonderlandesmedienkonferenz mit Landeshauptmann Arno Kompatscher. Bei dieser Sonderlandesmedienkonferenz wird laut der Landeshauptmann das neue Landesgesetz vorstellen, das die Landesregierung soeben besprochen hat und nun dem Südtiroler Landtag zur Entscheidung vorlegen wird. Wir werden also hier aus erster Hand erfahren, wie sich die Landesregierung diesen Neustart in Südtirol vorstellt und wann der Landtag sich damit befassen wird. Jetzt geht es um ein spezielles Thema aus dem Gesundheitsbereich. Die landesweite Teststrategie des Landes Südtirol. Eine der Maßnahmen ist das Ergebnis der Schnelltests bei den Bediensteten und Freiwilligen des Weißen und Roten Kreuzes. Zu diesen Themen begrüße ich Gesundheitslandesrat Thomas Widmann, den Direktor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Florian Zerzer, die Direktorin des Departements für Gesundheitsvorsorge Dagmar Regele und ganz rechts, links von Ihnen, aus Ihrer Sicht, den Direktor des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz, Ivo Bonamico. Zugeschaltet wird dann in Videokonferenz auch noch der Biostatiker Markus Falk. Jetzt gleich das Wort an Landesrat Widmann. Dankeschön. Also die Zahlen haben Sie heute schon erhalten und wir haben gesehen, die Tendenz zeigt in die richtige Richtung. Heute zum Thema Tests. Wir haben vor circa 2 Monaten mit den ersten Tests begonnen. Seither haben wir 40.000 Tests in fast 19.000 Personen durchgeführt. Damit sind wir italienweit bezogen auf die Abstriche pro Einwohner mit Abstand an erster Stelle. Was wesentlich ist, auch im internationalen Vergleich, im Vergleich zu Österreich oder zu Deutschland, haben wir etwa doppelt so viele Tests durchgeführt wie eben diese beiden Staaten. Und diese Daten zeigen, dass Südtirol von Beginn an großen Wert auf intensive Testungen gelegt hat. Unsere Strategie bisher, die Durchführung von Tests mit besonderer Beachtung folgender 3 Hauptgruppen, Personen mit Symptomen und deren enge Kontakte und gleichermaßen Gesundheitspersonals. Hier haben wir etwa 8.873 Tests an 3.424 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt. Das ist eine sehr hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass wir insgesamt etwa 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Auch hier sind inkludiert die Hausärzte. Weiters haben wir an unseren Heimbewohnern und Mitarbeitern in den Altenheimen viele Tests durchgeführt, und zwar von den, wo Verdachtsfälle waren, etwa 55 von 77 Altenheimen, sind 99,76% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet worden, insgesamt auf alle Altenheime 86,4% der Mitarbeiterinnen und von den Bewohnern, von denen, wo Verdachtsfälle waren, 87% durchgetestet, also wirklich ein sehr, sehr hoher Anteil. Und insgesamt, wenn man auch die Nicht-Infizierten, wo keine Verdachtsfälle sind, also der Rest von 55 auf 77 Altenheime, dort sind es dann 61%. Das heißt, es ist eine fast komplette Durchtestung, und neben der klassischen Methode der Tests, der PCR, der Golden Standard mit Nasen- und Rachenabstrich, neben diesem Verfahren werden wir nur auch ergänzende Testmethoden anwenden, und zwar die serologischen Tests. Hier sind etwa schon 300 Tests an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern durchgeführt worden. Es wird auch hier dann zunehmend die gesamte Mitarbeiterschaft der Krankenhäuser durchgetestet, genauso die der Altenheime und auch vor allem der Hausärzte, also all jener, die an der Front stehen, und das sind sogenannte eben serologische Tests. Und weiters konnten Sie sich erinnern, dass wir eine größere Menge an Antigentests und Antikörpertests eben bestellt haben. Hier sind leider nur bis jetzt die Antikörpertests gekommen, somit mussten wir die Strategie ändern, und heute stellen wir Ihnen eben 2 Projekte bzw. ein Hauptprojekt vor, das gemeinsam mit dem Roten Kreuz und mit dem Weißen Kreuz gemacht worden ist. Hier möchte ich danach ganz ausführlich danken.
Aber vor allem gibt es auch eine sehr aussagekräftige Analyse, die uns dann ein Techniker, der in diesem Bereich wirklich Hervorragendes leistet, Dr. Falk, präsentieren. Und ich möchte hier noch sagen, dass wir uns nicht nur auf das, sondern auch vorbereiten für die zweite Phase, welche wesentlich ist, einfach um die Testkapazität noch stark nach oben zu fahren, um eventuell Infektionsherde, die vielleicht wieder auftreten, einfach möglichst schnell in den Griff zu bekommen. Aber hier nochmal die Botschaft an unsere Bürgerinnen und Bürger: ohne ihre Mithilfe, ohne akribisch genaues und seriöses Verhalten, auch nach der Öffnung, als ob wir alle infiziert werden, können wir nicht genügend Tests herrichten, das Gesundheitssystem auffahren. Es würde alles nicht genügen. Wir würden überfahren werden von der zweiten Welle, wenn Sie sich draußen nicht dran halten. Deshalb bitte nochmal die Grundregeln, die gerade heute auch im Gesetz in der Landesregierung verabschiedet worden sind und dann im Landtag hoffentlich in dieser Weise genehmigt, einhalten, und wirklich nur dann können wir das Leben mit dem Coronavirus lernen, tagtäglich durchführen und auch die zweite Welle verhindern. An diesem Punkt möchte ich wirklich allen Beteiligten, dem Generaldirektor, der Dr. Regele, der ganzen Rettungskette, vor allem aber dem Chef des Weißen Kreuzes, dann natürlich der EURAG, der Dr. Falk ist im Auftrag der EURAG heute hier, aber auch dem Roten Kreuz danken. Alle haben mitgewirkt, dass wir in kürzester Zeit 2710 Testungen durchführen konnten. Das ist eine ansehnliche Zahl, und dass wir eben auch schon wichtige Ergebnisse vorliegen haben. Und das letzte Ankündigung, weil Teststrategie geht ja auch in der nächsten Phase weiter. Einmal Vorbereitung auf die Infektionsherde, aber auch sind im Anmarsch in der Ausarbeitung gemeinsam mit der EURAG und mit dem Institut für Allgemeinmedizin breit angelegte Tests innerhalb der Bevölkerung, die wir am Ausarbeiten sind, die wir dann an gegebener Zeit spätestens in 2 Wochen präsentieren werden. Danke, und ich gebe das Wort an Dr. Bonamico weiter. Bitte, an Sie das Wort. Ich möchte nur hinzufügen, wir haben bis exakt 16.59 Uhr Zeit für die deutsche Pressekonferenz, also bitte alle mit kurzen Statements. Gut, ja. Also guten Nachmittag auch von meiner Seite. Zwischen dem 18. und dem 28. April hat das Weiße Kreuz 2709 Mitarbeiter in allen Landesteilen mit Antikörperschnelltest untersucht. Es handelt sich dabei, glaube ich, um die umfangreichste Untersuchung dieser Art in Südtirol, und die Tests wurden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei um Testmodelle aus der Reihe Selex mit einer geprüften Zuverlässigkeit von 96%. Ziel des Tests war es, den Immunstatus unserer Mitarbeiter abzubilden und um dem Personal dann auch die Möglichkeit zu geben, im beruflichen und privaten Umfeld praktisch sicher zu sein. Um eine nachhaltige Untersuchung zu ermöglichen, wurde der gesamte Testvorgang auch mit einem umfangreichen Fragebogen begleitet. Sämtliche Datensätze werden anschließend dem Südtiroler Sanitätsbetrieb sowie der EURAG zur Verfügung gestellt, und die letztere wird daraus auch eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung machen. Im Rahmen der Testreihe wurden 1629 Männer und 1087 Frauen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren untersucht. Dabei wurden 209 positive Ergebnisse abgebildet, die sich auf IgM-Antikörper und IgG-Antikörper verteilen. Das entspricht einer Immunisierungsquote von 7,7%. Eine sehr wichtige Anmerkung: alle Mitarbeiter, die ein positives Ergebnis von den Antikörperschnelltests erhalten haben, haben innerhalb 24 Stunden sofort den PCR-Test, den sogenannten Abstrich, durchgeführt. Und dabei wurde ein einziger Zweifelfall ermittelt. Also, ich glaube, ein sehr positives Ergebnis. Und dieses Ergebnis heißt bei uns, dass diese niedrige Durchseuchung innerhalb des Vereins bestätigt, dass die umfangreichen Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter bei der Ausführung des Dienstes ihre Wirkung gezeigt haben. Weiters heißt es auch, dass die Mitarbeiter vom Weißen Kreuz kein größeres Ansteckungsrisiko haben, praktisch wie der normale Bürger. Und das ist, glaube ich, eine Sicherheit für die Patienten, die wir transportieren, für die Mitarbeiter und für die Mitarbeiter selbst. Zwar besteht ein erhöhtes Expositionsrisiko für diejenigen, die im Rettungsdienst tätig sind, aber man sieht, dass mit einer penibeln und strikten Schutzausrüstung nachweislich das kompensiert werden kann. Schlussendlich möchte ich nur sagen, dass die freiwilligen Helfer des Landesrettungsbereichs können damit bedenkenlos in ihr berufliches und privates Leben integriert werden und weiterhin ausüben.
Danke, ich weiß nicht, wer jetzt geplant ist. Dr. Regele, Dr. Zerter? Dr. Falk. Dr. Falk. Dann schalten wir jetzt zu dem Biostatiker Markus Falk und bitten um seine Stellungnahme. Ja, einen schönen guten Nachmittag. Ich habe hier leider Gottes das Audio ein bisschen verzögert, aber ich habe verstanden, dass ich jetzt an der Reihe bin. Damit keine Zeit verloren wird, möchte ich ganz schnell eigentlich schon auf die wesentlichen Daten kommen. Es wurde schon angesprochen, dass von den 2000... vertreten und auch proportional, wenn man so möchte, zusammengesetzt. Das heißt, diese 7,7% für das Weiße Kreuz übersetzen sich für die Südtiroler Bevölkerung ebenfalls auf 7,8%. Wenn man das jetzt in Personen ausdrücken möchte, dann würde das bedeuten, dass man vorausgesetzt, unsere Annahmen stimmen, ca. 30.600 Personen, positive Personen in Südtirol erwarten könnte. Jetzt ist es so, ein Mitarbeiter des Weißen Kreuzes aufgrund seiner Tätigkeit läuft er natürlich eher oder hat er eher die Chance, auf einen Covid-Fall zu treffen, als das ein normaler Bürger machen würde. Aus diesem Grund muss man davon ausgehen, dass diese Zahlen, die wir hier präsentieren, Obergrenzen sind. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass da, wenn wir es hier jetzt aufgeschlüsselt sehen nach Gesundheitsbezirken, dass der Bezirk Brixen und zum Teil auch der Bezirk Bozen über die ersten Infektionswellen, vor allem im Grödnertal, stärker betroffen sind als andere Bezirke. Und wir haben jetzt einfach mal beispielhaft zwei Sektionen, also nicht Gegenden, sondern Sektionen vom Weißen Kreuz herausgenommen. Das ist die Sektion Brixen und Gröden. Das hat einen technischen Grund. Wenn man die weglässt, dann verändern sich die Raten leicht, und zwar um in etwa einen Prozentpunkt nach unten. Das heißt also, diese 7,7 übersetzen sich einerseits über alles auf 7,8%. Wenn man jetzt die beiden Sektionen, die besonders betroffen waren, das sind ca. 243 Mitarbeiter, wenn man die weglässt, dann landen wir bei 6,6%. Und jede statistische Zahl, so genau sie auch geschätzt sein mag, ist meistens fehlerbehaftet. Deswegen ist es besser, man sieht sich dieses Intervall hier an. Man kann davon ausgehen, dass wir also in Südtirol in der Bevölkerung zwischen 5,6% und 7,7% Anteil an möglichen immunisierten Personen haben. Das würde in etwa einer Zahl von 26.000 bis 34.000 entsprechen. Wenn Sie sagen, die Weißen Kreuz-Mitarbeiter sind eher exponiert als der Rest, dann kann man das zum Beispiel durch zwei dividieren. Aber das sind jetzt einfach nur Größenordnungen, die wir anhand der Stichprobe des Weißen Kreuzes ermittelt haben und sollen zur Orientierung dienen. Das Ganze wurde hochgerechnet über die Bevölkerung aus dem Jahr 2018. Das waren die zuletzt für uns zur Verfügung stehenden Daten. Das heißt, da wird sich sowieso ein bisschen was verändern. Also damit möchte ich eigentlich jetzt diese Raten, hätte ich eigentlich jetzt fertig. Ja, danke sehr, und ich korrigiere mich auch, weil ein großer Unterschied zwischen einem Biostatiker und einem Biostatistiker ist und natürlich Herr Falk, Biostatistiker der EURAG. Danke für diese Daten. Ich habe auch mitbekommen, die ersten 30 Sekunden hat man nichts gehört. Es war aber da, glaube ich, eher die Begrüßung noch, und ich glaube, die wesentlichen Daten haben wir alle von Ihnen mitbekommen. Danke sehr. Dann gebe ich das Wort weiter an Frau Direktorin Regele.
Ja, guten Nachmittag. Also jetzt haben wir sehr interessante Zahlen gehört. Was bedeutet das jetzt für uns? Also wir sehen hier mit dieser Schätzung, können wir sagen, dass circa 7% von unserer Bevölkerung einen Kontakt mit Coronavirus hatte. Das ist natürlich eine Schätzung, aber ich glaube, wir haben trotzdem eine recht große Anzahl von Tests durchgeführt, dass man auch sagen kann, dass dieser Wert irgendwo im Wahrheitsbereich liegen wird. Wir sehen da natürlich, dass wir von einer Herdimmunität noch sehr weit entfernt sind. Auch wenn wir hier annehmen, dass wir uns leicht verschätzt haben, vielleicht doppelt so viele Personen einen Kontakt gehabt haben, dann wären wir immer noch weit von einer Herdenimmunität entfernt. Das bedeutet natürlich, dass wir weiterhin Vorsichtsmaßnahmen einhalten müssen, dass wir auch natürlich weiterhin unsere soziale Distanz einhalten müssen, weiterhin die Masken tragen müssen, weiterhin Hände waschen, desinfizieren und gut durchlüften. Weil wir, wenn wir unvorsichtig wären, natürlich eine zweite Welle, eine zweite Krankheitswelle riskieren würden. Auf der anderen Seite jetzt zu den Personen, die da getestet wurden und positive Antikörper aufweisen. Da wurde eben auch ein Abstrich gemacht mit einer PCR-Analyse, die uns natürlich eine andere Auskunft gibt. Diese Untersuchung sagt uns, ob die Personen zurzeit Virusausscheider sind. Und wie wir eben gehört haben, haben wir da sehr gute Ergebnisse. Also im Moment haben wir nur ein zweifelhaftes Ergebnis auf doch sehr viele, auf über 100, 203 Abstriche, die eben gemacht wurden oder gemacht werden, weil ein paar sind noch ausständig. Und das Problem ist das, wenn man mit so einem Test, mit so einem Antikörpertest ein positives Ergebnis hat, dann kann man nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass man wirklich auch immun ist. Denn wir wissen nicht, wie hoch diese Antikörper sind und ob es schützende Antikörper sind und wie lang eventuell eine Immunität dauern würde. Deswegen ist für uns alle trotzdem weiterhin Vorsicht geboten. Das sind, glaube ich, die Kernaussagen zu diesen Zahlen. Wir sehen, dass ungefähr diese Schätzungen auch mit dem übereinstimmen, was wir uns irgendwo erwartet haben. Wenn wir vielleicht in einzelnen Gebieten wie in Gröden genauer hinschauen, dann könnten wir natürlich eine etwas höhere Durchseuchungsrate vorfinden. Geben wir direkt. Ja, wir könnten ja noch einige Daten zu den Altersheimen vorstellen, wo wir auch Schnelltests durchgeführt haben, diesmal beim Personal in zwei Altersheimen, wo wir bis jetzt keine Covid-Problematik hatten. Einmal in Lana, da haben wir 152 Mitarbeiter getestet. Die haben alle einen negativen Antikörpertest gehabt. Es wurde daraufhin auch ein Abstrich gemacht mit der PCR-Methode untersucht und die hatten auch alle dieses Ergebnis bestätigt. Es war kein positiver Fall dabei. In Deutschenofen, da haben wir 56 Mitarbeiter getestet, wovon auch alle negativ auf Antikörper waren. Und in 10 Fällen, wo eben in der Anamnese Symptome vorlagen, haben wir noch einen Abstrich gemacht und auch dieser war negativ. Deswegen haben wir in diesen beiden Altersheimen mit dieser präventiven Maßnahme eben bestätigt, dass zurzeit kein Covid-Problem dort besteht. Danke sehr, Dr. Regele. Bitte, Dr. Zerzer, wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit, also vielleicht sogar am Ende noch die Zeit für ein, zwei Fragen. Einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Ja, zuerst einmal ein Dankeschön an alle, die hier mitgeholfen haben, dass wir dieses Ergebnis so schnell, so präzise und so profund schon analysiert heute hier auf den Tisch legen können. Warum ist es so wichtig für uns? Weil es uns doch viele aufschlussreiche Nachrichten gibt. Zum Ersten würde ich sagen, die Zahlen geben uns recht. Wir haben ja immer wieder betont, wir haben keine Nullmessung bei der Bevölkerung gemacht, um einen statistischen Wert über das ganze Land gemessen zu erheben.
Das werden, ist noch geplant und das werden wir auch machen. Aber wir haben immer aufgrund der verschiedenen Parameter, die wir ja laufend und Tag für Tag analysieren, ich denke hier an die Intensivbettenbelegung, ich denke hier an die positiven Fälle aufgrund der Abstriche, die wir täglich machen und so weiter. Und wir haben immer betont, aufgrund von diesen Messungen, aufgrund von diesen Daten, können wir davon ausgehen, dass wir zwischen 4 und 7% ungefähr bei der Infektion oder bei virusbefallenen Infektionsraten in der Bevölkerung rechnen können. Und diese Zahlen bedeuten, dass wir mit diesen Schätzungen sehr gut gelegen sind. Das heißt, es gibt uns recht in den Strategien, die wir bisher gefahren sind. Und es gibt vor allem auch einen positiven Ausblick, wenn wir, wie auch Dr. Regele betont haben, sehen, dass Südtirol heute so dasteht, dass wir schon mit einem bestimmten guten Gefühl in eine nächste Phase gehen können. Allerdings muss man davor warnen, und das ist der wesentliche Punkt, auf den Frau Dr. Regele auch hingewiesen hat, dass wir weit entfernt sind von jeder Herdenimmunität. Sie wissen, dass da und dort auch schon Mutmaßungen aufgetaucht sind, dass wir vielleicht in Südtirol schon so viel an befallenen Menschen gehabt haben, dass wir inzwischen diesen sogenannten Herdenschutz aufgebaut hätten. Nur zur Erinnerung, da reden wir zwischen mindestens 50 bis 70%, damit wir von einem Herdenschutz reden können. Und davon, wie Sie sehen, sind wir, wie gesagt, noch weit entfernt. Was heißt das konkret für uns alle? Dass wir gerade jetzt, wo wir ja Stück für Stück sehen, dass die Zahlen sich kontinuierlich verbessern, dass wir gerade jetzt nicht nachlassen dürfen in diesen Vorsichtsmaßnahmen, in diesen Spielregeln, die wir gemeinsam definiert haben, den Mundschutz zu tragen, die Distanz zu wahren, die Desinfektion der Hände und so weiter aufrechtzuerhalten. Und das sind ganz wesentliche Punkte. Wir im Südtiroler Sanitätsbetrieb können uns nur darauf vorbereiten, dass wir bestmöglich diese Strategie der Öffnung, der Rückkehr zu einem wo immer möglich und wie weit möglich, normalen Leben unterstützen. Was heißt das konkret? Dass ein ganz zentraler strategischer Punkt dabei das Thema der Tests sein wird. Wie Sie schon von Landesrat Wiedmann gehört haben, ist das eine sehr komplexe Thematik. Es gibt verschiedene Teststrategien. Es gibt diesen sogenannten Goldstandard, den PCR, wo wir immerhin inzwischen die 40.000er-Marke geknackt haben. Und dabei erlaube ich mir wirklich, sowohl unserem Hygienedienst als auch den Laborverantwortlichen und den vielen Mitarbeitern, die die Abstriche vor Ort machen, ein großes Kompliment auszusprechen. Denn wir sind damit immerhin auch auf nationaler Ebene führend. Und diese Zahlen belegen, dass die Teststrategien, die wir gefahren sind, uns eben gezeigt haben, dass wir Ergebnisse bekommen haben, die dem, was wir jetzt auch wieder nachgewiesen haben, entsprochen haben. Das heißt, dieses Thema der Testungen wird uns ständig begleiten. Das große Problem ist dabei vor allem die Ressourcenknappheit. Wir wissen, dass momentan weltweit alle um diese Testreagenzien und so weiter Konkurrenz laufen. Das heißt, alle wollen so viele wie möglich testen können und deswegen ist es auch oft schwierig und mussten wir auch immer wieder unsere Strategie anpassen, ändern. Auch hier möchte ich noch einmal bei Landesrat Wiedmann einhaken, gesagt hat, wir hatten am Anfang von Antikörper- und Antigentest gesprochen. Das eine haben wir nicht bekommen, mit dem anderen sind wir gestartet. Das heißt, in diesen Zeiten, wo wir gerade durch diese Tests und durch diese aussagekräftigen Untersuchungen versuchen, das richtige Maß zu treffen zwischen dem, was Vorsicht und dementsprechend richtiges Verhalten von uns allen betrifft und auf der anderen Seite ein genauso wichtiges und dringendes Ziel erreichen wollen, nämlich dass wir wieder so schnell wie möglich zu einem normalen Leben zurückkehren können. Also für mich das Resümee aus dieser Studie, wenn wir sehen, wie gute Organisationen wie Weißes Kreuz, Rotes Kreuz, EURAC und so weiter und mit dem Sanitätsbetrieb, mit dem Assoziat zusammenarbeiten, da sind wir in der Lage, sehr, sehr schnell wichtige Ergebnisse zu zeitigen. In 10 Tagen 2700 Tests durchzuführen, ist ein wirklich tolles Ergebnis. Das gelingt nur, wenn alle am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen. Und wenn wir das insgesamt so schaffen, bei allem, was wir jetzt in diesen nächsten Tagen auf die Reihe bringen müssen, damit eben das ambitionierte Projekt zurück in die Normalität funktionieren kann, dann passt es oder gelingt das nur, wenn eben Teamwork funktioniert und wenn alle gemeinsam hier zusammenhalten, sich eisern an die Regeln halten und gemeinsam das Ziel vor Augen halten. Danke sehr.
Ich danke auch allen, dass Sie sich sehr kurz gehalten haben. Wir haben tatsächlich noch kurz Zeit für ein, zwei Fragen. Es hat Journalisten jetzt gar keine Fragen gegeben, aber in den letzten Tagen waren immer wieder Journalistenfragen auch an uns gerichtet, die wahrscheinlich jetzt hier sehr gut dazu passen. Eines ist, was ist die Konsequenz dieser Daten? Welche Konsequenz zieht die Politik daraus? Es ist ja immer wieder diskutiert worden, der eigene Weg für Südtirol. Würden diese Daten sozusagen die Grundlage bieten, einen eigenen Weg zu gehen? Ich nehme mal an, die Frage ist an Landesrat Wiedmann gerichtet. Danke für die Frage. Natürlich, wenn wir einen eigenen Weg gehen wollen, dann brauchen wir auch klare Strategien, wie wir damit vorgehen wollen. Und es ist so, dass wir intern besprochen und entschieden haben im Gesundheitsbetrieb, dass man eben die Tests möglichst verstärken wird, hinauffahren wird. Ich mache immer das gleiche Beispiel. Der erste Herd war in Wolkenstein, dass man imstande ist, wenn eben aus irgendeinem Grund neue Infektionen auftreten, dass man dann innerhalb weniger Tage ganz Wolkenstein testen kann, flächendeckend testen kann. Da braucht es Organisationsstruktur, da braucht es Reagenzien, da braucht es Teststruktur und natürlich Auswertungsstruktur. Auf die sind wir dabei, uns vorzubereiten, dass wir das imstande sind, um eben dann auftretende Infektionsherde sofort isolieren zu können und dann die entsprechenden Maßnahmen, je nachdem wie viel eben Infizierten, entsprechend Maßnahmen tätigen zu können. Das ist das eine. Wir werden sicher auch uns überlegen müssen, wie wir dann gewisse Monitorisierung, Überwachungssysteme einbauen, denn ich kann sicher davon ausgehen, dass ein normaler Bürger oder Bürgerin, wenn sie ins Tagesgeschäft zurückkommen, sich nicht erinnern, wer in den letzten zwei Wochen ihnen über den Weg gelaufen ist und wo sie nahe und wo sie nicht nahe waren. Aber vor allem ist es wichtig, wieder ein Appell an Sie, werte Bürgerinnen und Bürger, das Gesundheitssystem, das Gesetz, alles kann noch so gut und aufgestellt sein. Wir haben keine Chance, irgendwas zu bestehen, die Öffnung zu bestehen, wenn wir uns nicht so verhalten als Bürgerinnen und Bürger, als ob jeder von uns weiterhin infiziert wäre, auch wenn er gerade einen negativen Test hinter sich hat. Denn das kann sich in Tagen ändern. Wir brauchen die Mitarbeit, die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Nur dann können wir den neuen Weg, den Südtiroler Weg, bestehen. Dem jetzt noch eine Frage reingekommen ist, würde ich Sie nehmen mit der Bitte um eine Minute Antwort. Es ist die Frage, ob die gut 41.000 Tests bei gut 19.000 Personen, ob das wirklich so hervorragend ist. Ja, es wird natürlich bei jeder Person wird in der Regel nicht nur ein Test durchgeführt, sondern mindestens zwei. Wenn wir nämlich einen negativen Test haben, dann muss darauf noch ein zweiter nachfolgen, damit wir sicher sind, dass wir auch ein eventuell mögliches negatives Ergebnis, falsch negatives Ergebnis wieder berichtigen. Und ich denke, wir haben hier in Südtirol wirklich sehr, sehr viele Personen und auch sehr gezielt getestet. Und auch mit einer bestimmten Vorsichtsmaßnahme, insbesondere bei sensiblen Bevölkerungsgruppen wie eben beim Sanitätspersonal, wo wir anfangs sehr enge Testmodelle durchgeführt haben, um eben die Sicherheit zu gewährleisten. Damit danke ich, dass wir da auch noch eine Antwort bekommen haben auf diese späte Frage. Ich bedanke mich bei allen Gesprächsteilnehmern für die Deutsche Pressekonferenz. Wir wechseln jetzt in den italienischen Bereich. Ich begrüße dazu meinen Kollegen Franco Grigoletto und erinnere noch einmal, dass wir um 18 Uhr dann eine Sonderlandespressekonferenz mit Landeshauptmann zum neuen Gesetzesvorschlag haben. Danke sehr.
Sì, buon pomeriggio. Benvenuti alla parte in lingua italiana della conferenza stampa virtuale di oggi, che sarà incentrata sui test sulla presenza del Covid-19 che sono stati effettuati su circa 2.500 volontari della Croce Bianca. Ricordiamo che al termine di questo incontro, alle ore 17.30, avrà luogo una conferenza stampa virtuale straordinaria con il presidente della provincia, Arno Compacer, il quale illustrerà i punti salienti del disegno di legge sulle riaperture approvato oggi dalla Giunta provinciale. Ma ora passiamo alla prima parte dedicata alla sanità. Oltre 2.500 volontari della Croce Bianca, che da due mesi sono in prima linea nell'emergenza epidemiologica, sono stati sottoposti ai test per verificare un'eventuale positività al Covid-19. I risultati di questa indagine saranno illustrati nel corso di questa conferenza stampa dall'assessore alla sanità Thomas Widmann, dal direttore generale dell'azienda sanitaria Florian Zerzer, dalla direttrice di ripartizione Dagmar Regele, dal direttore della Croce Bianca Ivo Bonamico. In collegamento in videoconferenza è con noi il biostatistico Markus Walch. Il punto media sarà anche l'occasione per fare, come di consueto, il punto della situazione epidemiologica e della diffusione del contagio in provincia di Bolzano. Passo ora la parola all'assessore Thomas Widmann. Grazie. I dati oggi li avete già ottenuti. Io penso che la tendenza della curva è quella giusta. Oggi, in merito ai test, abbiamo iniziato i primi test circa due mesi fa. Da allora abbiamo eseguito quasi 40.000 test su quasi 19.000 persone. Questo fa di noi la provincia in Italia più virtuosa, che si mette più alla prova, e nel confronto nazionale e internazionale siamo veramente all'avanguardia. In quel senso che, per esempio, in confronto all'Austria, alla Germania, abbiamo testato due volte tanto, in confronto anche tante altre realtà italiane abbiamo testato anche quasi il doppio. L'unica regione molto virtuosa, il Veneto, è più o meno come noi. Questi dati dimostrano che l'Alto Adige ha dato grande valore alla necessità di effettuare test fin dall'inizio, e la nostra strategia finora è effettuare test con particolare attenzione ai seguenti tre gruppi: tutti quelli con sintomi e contatti stretti, egualmente gli operatori sanitari all'interno delle case di cura, dove negli ospedali abbiamo fatto 8.873 tamponi su 3.424 collaboratrici e collaboratori, che è un bel dato, e dall'altra parte abbiamo testato anche nelle case di cura, soprattutto dove c'erano dei casi sospetti. Abbiamo anche un progetto su delle case di cura dove ci sono casi non sospetti, questo dopo lo spiegherà la dottoressa Regele. E comunque abbiamo testato in queste case di cura, che sono 51 su 77, 99,70% dei collaboratori e delle collaboratrici, che vorrebbe dire 3.790 persone sono state testate, praticamente tutte. E dall'altra parte, gli anziani delle case di cura abbiamo testato 87,4%, che è anche un bel numero, e vogliamo naturalmente in futuro testare tutti coloro che sono nelle case di cura. Il metodo di prova fino ad ora è il classico test PCR con tampone nasale, tampone per la gola. Oltre a questa procedura, ora useremo anche test di prova supplementari, come per esempio i test sierologici, che stanno già facendo e validando nei nostri laboratori. E anche qua abbiamo già testato 300 collaboratori degli ospedali, medici di base, e inizieremo anche con le case di cura. E avevamo una strategia, e vi ricordate che l'avevamo presentata qualche settimana fa, dove abbiamo ordinato test antigeni e test anticorporali di grande numero, ma questi antigeni non sono pervenuti, per quello abbiamo dovuto
dovuto cambiare la strategia e oggi stiamo presentando anche un progetto della nuova strategia in collaborazione con la Croce Bianca, con la Croce Rossa, con l'OIRAC che ha messo a disposizione un biostatistico molto valido che dopo presenterà i dati. E qua devo veramente ringraziare tutti coloro, anche all'Igiene, al direttore generale, che hanno fatto un lavoro straordinario. Entro poco più di una settimana hanno testato 2.709 persone con un esito veramente interessante e positivo. Noi continueremo questa strategia perché per noi è molto importante che la fase 2. La fase 2 comporta che dobbiamo prepararci e aumentare anche la potenzialità, la capacità di testare, di fare tamponi. Faccio sempre stesso esempio. Dove c'era il primo focolaio in Selva Val Gardena, neanche 3.000 abitanti, se ci fosse un nuovo focolaio per esempio in Val Gardena, subito, entro pochi giorni, dovrebbe essere possibile testare tutta la popolazione per capire subito se sono tanti positivi, se sono pochi, se sono più di un certo numero e dopo fare subito delle misure centrate, mirate sulla situazione, sul posto. E questo è utile nella fase 2 e non solo, poi naturalmente anche certe nuove tecnologie di sorveglianza, anche perché un cittadino ritornando nella vita quotidiana non si può ricordare con chi aveva contatto nelle ultime due settimane e questo anche un metodo per tutelare l'apertura che avremo nelle prossime settimane. Tutto questo, tutti i preparativi, non sono niente se la cittadinanza, e questo vi chiedo, non rispettano anche dopo l'apertura di vivere col virus e di vivere come se ognuno di voi avesse il virus in sé. E questo è molto importante perché nessuno lo può sapere, neanche dopo un test negativo, e solo con il vostro aiuto possiamo vincere anche la battaglia durante l'apertura contro il virus. Se no avremo una seconda ondata e tutti preparativi, anche aumentando i test eccetera, anche sapendo già quello che sappiamo, essendo preparati anche per le cure intensive eccetera, non basterebbe se ci viene una seconda ondata che è troppo alta. E questo voglio solo darvi anche in autotutela, ma anche in autoresponsabilità: ogni cittadino deve fare questo percorso con noi. Per questo grazie a tutti che hanno collaborato e questa strategia la proseguiremo. Stiamo preparando anche di test non a tappeto ma di ampio, molto larghi sulla popolazione con l'OIRAC, con anche l'Istituto alla Medicina Generale, che stiamo sviluppando e penso una o due settimane sarà anche presentata a questo punto. Grazie di questo e io passo la parola al dottor Buonamico e grazie alle strutture loro che hanno collaborato veramente bene. Buon pomeriggio anche da parte mia. Tra il 18 e il 28 aprile la Croce Bianca ha effettuato 2.709 test anticorporali rapidi in tutta la provincia sui propri collaboratori. Questo forse è l'esame più approfondito nel suo genere fino ad oggi fatto e devo dire che i test si sono per fortuna stati messi a disposizione da parte dell'azienda sanitaria Alto Tesina. I modelli utilizzati sono della serie Cellex, con una affidabilità testata del 96%. Lo scopo dei test era quello di rilevare lo stato immunitario dei nostri collaboratori e di fornire al personale una sicurezza per il loro ambiente, sia personale come anche quello lavorativo, cioè professionale. Per consentire un'indagine sostenibile, l'intera procedura di test è stata accompagnata anche da un ampio questionario. Tutti i dati che abbiamo raccolto verranno poi dati sia all'azienda sanitaria Alto Tesina, ma come anche all'OIRAC, che poi a sua volta avvierà un'indagine su base scientifica. Nell'ambito di questa serie di test sono stati esaminati 1.629 uomini e 1.087 donne tra i 18 e i 79 anni. In questi esami 209 persone sono risultate positive, suddivise tra anticorpi IgM e anticorpi IgG. Ciò corrisponde ad un tasso di immunizzazione del 7,7%. Una nota molto importante è che tutti i collaboratori che hanno avuto un risultato positivo nei test anticorporali rapidi sono stati poi riesaminati entro 24 ore col test PCR, il cosiddetto tampone.
Di questi è stato accertato solo un unico tampone, che tra l'altro era dubbio. Cioè, questo basso livello di infestazione all'interno dell'associazione Croce Bianca conferma ora che le ampie misure di protezione per i collaboratori nello svolgimento del servizio sono stati efficaci. E ciò significa anche che i collaboratori della Croce Bianca non rappresentano un rischio di infezione fondamentalmente più rilevante dei normali cittadini. E questa è una buona notizia sia per i nostri collaboratori stessi, per loro che le stanno intorno, ma anche per i pazienti che trasportiamo. E sebbene vi sia un servizio che facciamo, che naturalmente l'esposizione è relativamente grande, sappiamo però che questo può essere compensato da meticolosi standard di sicurezza. Io vorrei concludere e dire soltanto che i volontari della Croce Bianca possono così essere integrati senza esitazione nella loro vita professionale e privata e continuare a svolgere il loro lavoro. Siamo la parola, assessore? Ah sì, quindi adesso passiamo la parola in collegamento in videoconferenza con il biostatistico dottor Markus Walch. Aspetto, c'è un po' un ritardo audio, ma comunque credo di aver capito che dovrei presentare i risultati. Ok, sì, perfetto. Prego, grazie. Ok, adesso abbiamo già sentito che il tasso di positività per un collaboratore della Croce Bianca è attorno al 7,7%. Il mio compito poi era anche quello di valutare la situazione per la popolazione altoatesina. E quindi prendendo i collaboratori rispettivamente al loro sesso e fascia di età, abbiamo fatto un calcolo per l'intero Alto Adige e si arriva a un tasso molto simile del 7,8%. Adesso chiaramente ci sono delle differenze fra le diverse zone, in quanto c'erano dei focolai soprattutto nella Val Gardena che ha coinvolto certi distretti seguiti anche da certi gruppi della Croce Bianca, che tocca soprattutto qua il distretto di Bressanone e di Bolzano, e si vede che il tasso lì in confronto agli altri è un po' più alto. Se adesso, per fare una stima seria per l'intera popolazione altoatesina, se lì il rischio di un collaboratore in confronto alla popolazione normale è un po' più alto, allora vale la pena di verificare, togliendo adesso due sezioni della Croce Bianca, che sarebbe quella di Bressanone e della Val Gardena. Facendo ciò, il tasso si modifica lievemente, quindi scende da un 7,8 a un circa 6,6. Quindi siamo sempre intorno ai 7%, e siccome ogni stima è solamente una stima, non è mai precisa, vale la pena di valutare anche l'intervallo di confidenza, quindi dove ci aspettiamo poi il tasso vero. E quello dipende adesso se prendiamo l'intero gruppo, partiamo da 6,8 al 9% o dal 5,6 al 7,7%. Quindi ci troviamo sempre attorno a quel 7%. In numeri assoluti stiamo parlando di una positività adesso solamente per la fascia di età seguita dalla Croce Bianca, che sarebbe gli adulti dai 18 ai 70 anni, e quindi se lì prendiamo quel 7,8% e lo valutiamo bene, arriviamo a un totale di 30.000 positivi o 31.000 positivi se arrotondiamo in su nella popolazione altoatesina, utilizzando quel 6,6% o comunque quello che c'è dietro come ponderazione del dato, arriviamo a un 23.000 o 24.000. Quindi possiamo dire attorno ai 25.000 circa ci possiamo aspettare il numero totale dei positivi nella popolazione altoatesina.
C'è da dire che tutto quello che si era fatto qui non aveva solamente lo scopo di far poi una stima per la popolazione altoatesina, ma stavamo anche valutando se l'approccio e l'utilizzo di un test anticorporale era praticabile. E da quello che si era visto, come avevamo già sentito, coloro che erano positivi, che e quello seguirà poi nell'analisi più dettagliata che presenteremo nelle prossime settimane, dove si valuta anche la situazione se quei positivi avevano riscontrato dei sintomi o meno. Comunque i dati sono appena usciti per noi era molto importante di presentare appena possibile la stima per la popolazione altoatesina e come già detto prima ci troviamo attorno al 7 fino al 9%. Con quello concluderei la presentazione. Molte grazie, dottor Falk. Ora passiamo la parola alla direttrice di ripartizione, dottoressa Dagmar Regele. Sì, buonasera a tutti, grazie. Sì, abbiamo sentito questi dati interessanti su una stima di un tasso di infezione nella nostra popolazione altoatesina che si aggira intorno al 7%. E questo è un dato molto interessante e importante per noi perché ci permette di dire da una parte che la malattia in Alto Adige ha avuto una certa diffusione ma non elevatissima, come a volte forse c'è la percezione tra di noi. E soprattutto ci mette in guardia da sottovalutare eventualmente una seconda ondata che potrebbe arrivare con questi dati, no? Perché se pensiamo che solo il 7% di noi ha avuto un contatto con il coronavirus e non sappiamo neanche se questo 7% ha anticorpi effettivamente protettivi a lungo termine, allora ci rendiamo ben conto che in questa fase dove vediamo comunque un miglioramento dell'epidemia, vediamo che i dati stanno migliorando, che i nuovi casi sono sempre di meno, ma ci mette proprio davanti agli occhi il fatto che dobbiamo stare attenti, dobbiamo continuare su questa strada che ci ha permesso di arrivare a questo punto, quindi dobbiamo continuare a portare la mascherina, dobbiamo continuare a mantenere le distanze, a lavarci, disinfettarci le mani e prendere tutte queste precauzioni molto sul serio. Se noi tutti rispettiamo queste misure come abbiamo fatto finora, allora ovviamente lo sviluppo sarà favorevole. Un'altra cosa che è molto importante e dove veramente la responsabilità di ogni singolo è richiesta a livelli molto alti è anche il fatto di riconoscere eventuali sintomi di malattia, non sottovalutarli e rivolgersi al proprio medico di medicina generale per chiedere un consiglio. Questo è così importante perché in questa fase dove abbiamo pochi casi di malattia, anche individuare un nuovo caso in una fase molto precoce e senza che ci sia una diffusione tra altre persone è importantissimo e quindi in questo senso chi si sente malato, sente di avere la febbre, la tosse o altri sintomi che potrebbero far pensare a Covid è pregato di rivolgersi al proprio medico di medicina generale. Poi un'altra cosa importante che dobbiamo dire per chi ha fatto questo test. Chi ha gli anticorpi positivi e ha fatto un tampone con esito negativo. Questo risultato ci dice che la persona ha avuto un contatto con il virus, ma non sappiamo se effettivamente gli anticorpi che abbiamo trovato in questa persona sono a livelli abbastanza alti per essere protettivi e non sappiamo neanche per quanto tempo resteranno alti. Quindi tutti quanti, sia chi ha fatto un test di questo genere, sia chi non l'ha fatto, deve mantenere la massima precauzione. E diciamo che anche chi ha fatto un tampone e ha un esito negativo, questo è sempre una fotografia del momento, perché il tampone dimostra se una persona in questo momento, quando viene fatto, ha il virus in gola o nel naso e potrebbe infettare altre persone.
e questo ovviamente potrebbe cambiare in qualsiasi momento se si viene in contatto con una persona infetta e trasmette il virus. Quindi andiamo avanti così come abbiamo fatto, ma non abbassiamo la guardia. Abbiamo fatto dei test anticorpali rapidi anche in due case di riposo, in due realtà dove fino adesso non abbiamo avuto un problema di Covid, e quindi abbiamo offerto a queste due strutture un'azione preventiva in più, e sono stati testati in una casa di riposo a Lana 152 collaboratori con un test rapido. Tutti hanno avuto un esito negativo e per sicurezza è stato fatto dopo in sequenza anche un tampone, e anche questo ha dato esito negativo in tutti i collaboratori. Invece Deutschenhofen è nuova ponente. A nuovo ponente nella casa di riposo abbiamo testato 56 collaboratori. Anche questi hanno avuto un test anticorpale negativo, ma 10 nell'anamnesi hanno avuto dei sintomi in passato che potevano far pensare a Covid-19. In questi 10 casi abbiamo fatto seguire un tampone e anche questo ha dato esito negativo. Quindi nel complesso abbiamo fatto 208 test rapidi in questa situazione e abbiamo dato una conferma a queste due strutture che attualmente non hanno un problema di Covid, e quindi mantenendo tutte le misure di precauzione anche loro, possiamo pensare che queste strutture resteranno anche in questa condizione. Grazie. Adesso passiamo la parola al direttore generale dell'azienda sanitaria, Florian Zerzer. Buonasera a tutti gli spettatori e grazie per essere qui con noi oggi. Allora, io esordirei dicendo o parafrasando un vecchio detto che dice: la statistica non è un'opinione, la statistica al posto della matematica, chiaramente. Questi dati ci confortano perché ci danno ragione in quello che sono le nostre ipotesi di lavoro che da tempo abbiamo assunto, cioè la dimostranza che siamo purtroppo lontani ancora da un'immunità di gregge, se verosimilmente dobbiamo pensare che oggi come oggi siamo in un'ampiezza dal 5 al 7% come infettività della nostra popolazione. E questo lancia per me il primo messaggio importante alla nostra popolazione, a noi tutti: dobbiamo tenere la guardia alta. Se adesso ci avviciniamo, per fortuna anche grazie al coraggioso momento che i nostri vertici politici hanno deciso, alla fase 2, che ci permetterà di tornare, ovviamente con tutte le dovute circostanze di sicurezza, a una vita normale, questo può solo avere successo e può solo funzionare se tutti noi ci teniamo molto molto scrupolosamente alle regole che abbiamo stabilito insieme, cioè quello della protezione per naso e bocca, lavarsi spesso le mani, disinfettarsi spesso le mani, tenere le distanze e soprattutto badare veramente al comportamento complessivo che ci garantisce a non suscitare una seconda ondata di virus. Il secondo tema che vorrei un attimo introdurre è la strategia di test. Come ha detto anche l'assessore e la direttrice dottoressa Regele, uno dei fattori critici importantissimi perché la seconda fase potrà riuscire è ovviamente la strategia di test. Se posso un attimo spiegarvelo con quell'esempio pratico che abbiamo sentito adesso, che abbiamo fatto con i collaboratori della Croce Bianca e della Croce Rossa. Qualcuno di voi magari si chiede: ma perché hanno fatto un test serologico e poi un test PCR? Allora, perché hanno fatto questo? Perché di fronte a queste diverse strategie di test o possibilità di test, per spiegarlo molto velocemente, ci sono i test diretti come questo test PCR, che praticamente va a vedere se adesso in questo momento abbiamo il virus, se siamo infettivi, se siamo malati. Il test serologico invece ci dice: ma una persona è stata in contatto con questo virus perché ha degli anticorpi o no? Questa strategia, praticamente, se noi facciamo prima un test serologico, ci permette quasi di fare un filtro prima di fare il PCR. Perché, come sappiamo tutti, i PCR sono test piuttosto onerosi, e poi soprattutto perché i reattivi e tutto quanto sono in questo momento veramente una materia combattuta a livello internazionale, mondiale, per cui averli in numero
abbastanza, è sempre una corsa contro il tempo, una corsa contro molti concorrenti. Per cui in questo modo, se noi abbiamo, faccio un esempio molto pratico, se noi abbiamo oggi la dimostrazione statistica che siamo intorno a un 5, 6, 7% di infetti, vuol dire che io col test serologico rapido riuscirò dei 100, probabilmente almeno 90, 93, 4 persone, eliminarlo da un test successivo. Quelli che hanno poi un riscontro positivo per quanto riguarda il test anticorpale, che cioè vuol dire che questa persona è stata in contatto con questo virus, ma non ci dice assolutamente se questa persona è ancora infettiva, tantomeno se è già immunizzato o quant'altro. Per cui facendo dopo su queste persone il test PCR, noi abbiamo qui un quadro clinico esatto. E in questo modo, con questa strategia, diciamo, a doppio strato, mi permetterei di dire, riusciamo, uno, a fare un test molto ampio su molte persone, e due, riusciamo ad avere un quadro clinico poi preciso e che ci permette di trarre le giuste conseguenze. Questa è anche la strategia che seguiremo in generale, anche sui nostri collaboratori, come ha ricordato prima il nostro assessore, stiamo facendo i test serologici a tappeto, vuol dire che soprattutto quelli che sono le persone in prima linea, adesso abbiamo testato, come detto, i collaboratori di Croce Bianca e Croce Rossa, i nostri collaboratori, cioè tutti quelli che sono in prima linea, testandoli a tappeto, ci dà una bella fotografia per dire in che punto siamo, come siamo messi come infettività. Perché la fotografia mi dà la terza considerazione, dobbiamo sempre considerare che il test è una fotografia momentanea, cioè né il test PCR né il test serologico ci possono dire ok, adesso siamo sicuri, perché come detto prima, la scienza oggi sa ancora troppo poco per questo virus per poter dire esattamente, a secondo dell'esito serologico, uno è immunizzato o meno. Non sappiamo neanche oggi se un'immunizzazione ha una durata di 6 mesi, di un anno, di pochi mesi. Questo sono dati che al momento ci mancano. Allora, di fronte a questo bisogna sempre ricordarsi bene, il test è una fotografia momentanea. Cosa ci dice? Ci dice una cosa importante sullo stato di salute, sul fatto se o meno sono stato in contatto con questo virus, per cui ovviamente la strategia che da questo risultato dipende poi per quanto riguarda il comportamento di queste persone o anche di come noi possiamo atteggiarci, questo è fondamentale, però va preso con questa attenzione e con questa salvaguardia, perché non significa che una volta fatto il test io dopo sono comunque sicuro e posso comportarmi senza rispetto delle regole. Un'ultima considerazione da parte mia è un ringraziamento alla Croce Bianca e al qui presente direttore Ivo Bonamico, un ringraziamento chiaramente anche alla Croce Rossa, loro due si sono messi a disposizione e ci hanno dato veramente la possibilità in pochi giorni di eseguire tanti test che ci hanno dato un quadro importante della situazione della nostra popolazione, in questo caso rappresentativo. Un grazie alla dottoressa Regale che ha sapientemente saputo gestire il tutto e interpretare i risultati, grazie ovviamente al biostatistico Falk che con grande maestria ha commentato anche per noi laici della statistica i numeri, e ovviamente dulcis in fundo un ringraziamento al nostro assessore che ci ricorda sempre e ci porta sempre di nuovo sulla strada, attenzione sulla strategia di test, dobbiamo investire ancora, dobbiamo migliorare ancora, perché questo è uno dei fattori sicuramente importantissimi per vincere la sfida della seconda fase, cioè di dire noi riusciremo in maniera sicura o quanto più sicuro possibile, perché la sicurezza al 100% non esiste, di tornare a una passo per passo una vita normale. Grazie. Sì, sono arrivati un paio di domande, abbiamo un paio di minuti ancora a disposizione. Una di queste è rivolta all'assessore, dice quali conseguenze può trarre la politica da questi dati? Cioè possono essere considerati sufficienti per consentire all'Alto Adige di adottare misure specifiche adatte alla propria realtà? Ma la domanda è difficile, in quel senso che non sono questi dati che ci danno la possibilità di fare un'apertura, perché come già detto da quasi tutti noi qui davanti, la cosa più importante è che la cittadinanza capisca che senza la collaborazione molto stretta, molto rispettosa secondo le regole che noi diciamo ogni giorno, distanza, sempre con una protezione fisica davanti al naso e alla bocca, lavarsi le mani continuamente eccetera, possiamo arrivare a una vita quotidiana quasi normale, con certe regole anche severe, ma quasi normale.
E questo, la collaborazione della cittadinanza, è fondamentale. I dati che sono forniti tutti i giorni, si vede che le infezioni nuove, anche le guarigioni aumentano continuamente, per questo gli infettati sono sempre meno, la curva è veramente molto molto piatta, anzi guarda in giù, per questo ci dà la possibilità di aprire, ma dobbiamo naturalmente prepararci, perché qualche infezione ci sarà di sicuro, di reagire subito e istantaneamente, praticamente facendo i test a tappeto dove ci sono le prime infezioni o magari anche un focolaio, e dopo subito fare anche delle misure di isolamento di poche persone, e se ci sono di più persone naturalmente altre misure anche di isolamento di un'intera frazione di un comune, come esempio. E anche questo seguito con delle app o anche altri sistemi moderni che sicuramente ci verranno forniti o anche verranno proposti, e dove ci dovremo preparare anche di sorveglianza. Questa è la strategia, ma senza collaborazione non abbiamo nessuna chance di reggere la vita quotidiana semi-normale. Ci sarebbe ancora una breve domanda che riguarda il numero dei test effettuati. Finora sono circa 41.000 su 19.000 persone. Ecco, il collega chiede se questo può essere considerato un buon risultato rispetto alla popolazione della provincia. Sì, con i test, questi numeri si riferiscono ai tamponi e per l'analisi di PCR, no? E per fare questi test ci sono delle indicazioni molto chiare date dal Ministero, e qui in provincia abbiamo allargato queste indicazioni anche ad altre categorie, siamo stati molto attivi a cercare quella popolazione dove c'è il maggior rischio. Abbiamo testato tantissimo tra il personale sanitario, nelle case di riposo, forze dell'ordine e soprattutto anche i pazienti segnalati dai medici di medicina generale. E in questo senso siamo riusciti a individuare anche un certo numero di casi positivi, e quello che ci lascia sperare bene per il futuro è che, nonostante continuiamo a fare un altissimo numero di test al giorno, il numero di positivi che troviamo giornalmente sta diminuendo costantemente, abbiamo un trend in diminuzione, chiaro. Scusate, ancora un'ultimissima domanda che è arrivata proprio adesso, dice che è stato annunciato per domani l'arrivo di altri infermieri dalla task force governativa, chiedono quanti saranno e quando si pensa di ripartire con le attività negli ospedali. Allora, per quanto riguarda questi infermieri, ci risultano che arriveranno 10, la settimana scorsa poi se ne è aggiunto uno, perché per ora siamo al numero 10, domani ci sarà un incontro con questi infermieri, che ovviamente siamo molto felici e contenti che ci arrivano forze ulteriori, sarà un incontro insieme ai responsabili delle case di cura, case per anziani, perché a secondo delle competenze, a secondo anche delle curricula di questi infermieri, li offriremo ovviamente di collaborare o nell'ospedale o nelle case di cura, case per anziani. In tutti e due i settori abbiamo urgente bisogno, per cui questo sarà domani stabilito insieme a questi infermieri. Per la ripartenza negli ospedali? Per la ripartenza abbiamo fatto i primi passi fondamentali, importanti, e mi riferisco in questo caso al fatto che abbiamo riunito e concentrato tutti i letti per cure intensive per i malati del coronavirus a Bolzano. Questo ha reso possibile che tutti gli altri ospedali, e Bolzano compreso, perché Bolzano ha in questo momento due sezioni per cure intensive, e in questo modo tutti possono riprendere l'attività impegnativa di interventi operativi importanti, interventi in urgenza e quant'altro, perché per tutti quegli interventi dove è necessario un letto in cura intensiva finora non era possibile. Questo è stato un primo passo fondamentale. Adesso ci troviamo praticamente uno o due volte alla settimana con i comprensori per decidere nel dettaglio quale tipo di patologia può essere assistita in quale ospedale, in modo che complessivamente riusciamo a garantire il più possibile un'assistenza al 100%, visto che abbiamo comunque ancora oltre 150 posti letto occupati da pazienti Covid, più o meno impegnativi, e questo significa che una grande fetta di personale nostro è ancora impegnato su questa cura, per cui tornare alla normalità al 100% è ovviamente un processo a passi, a gradi, che staremo svolgendo nelle prossime settimane.
Molte grazie, dottor Zerzer, con questa risposta. Allora concludiamo la conferenza stampa virtuale di oggi pomeriggio. Ringraziamo per averci seguito e diamo appuntamento alla prossima conferenza, credo sarà il 5 maggio. Credo. Arrivederci, grazie.